Hallo und herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Der Winter ist hereingebrochen, leider noch nicht in Clash of Clans, aber mich hat es leider etwas erwischt, deshalb konnte ich in den letzten paar Tagen nicht aufnehmen, da meine Stimme nicht so auf dem Damm war. Aber ich hoffe mal, dass es bis morgen, wenn dann die Sneak Peeks rauskommen, wieder geht. Ich habe heute für euch ein Review von unserem kleinen Clan Semper Ultimate gegen Ü30 Volldampf, den wir leider ganz, ganz knapp mit einem Stern verloren haben. Wir haben unsere 20 Angriffe gemacht, die Gegner haben ihre auch gemacht und wir sind bei 26 Sternen gelandet, die Gegner bei 27. Ihr seht schon, wir haben unten alles gedreisternt und wir fangen gleich mal mit dem ersten Angriff an von Scarface 1961, unserer Nummer 6, der natürlich auf seinen Gegenüber gegangen ist, Skullduggery, und zwar mit Drachen. Wir haben hier einen Rathaus 7er, der eigentlich schon relativ weit ausgebaut ist. Mit Zweierdrachen greift hier Scarface an. Das ist eigentlich relativ einfach mit Zweierdrachen auf Rathaus 7er, da die Drachen einfach die gegnerischen Luftabwehren da übermannen. Und ein Drache ist aus der gegnerischen Clanburg herausgekommen und wir haben aber selber auch einen Drachen dabei. Und die besiegen den gegnerischen Drachen ohne weitere Probleme. Drei Wutzauber bleiben da noch übrig. Die erste Luftabwehr fängt hier an zu schießen. Und jetzt fallen dann gleich die ersten Wutzauber. Ein Wutzauber hier wirklich sehr schön in der Mitte, der fast alle Drachen hier erreicht. Ich schmeiße da normalerweise die Wutzauber eher so zwei nebeneinander. Aber bei Rathaus 7ern ist ja alles noch relativ klein und auf einem Fleck. Da reicht es wirklich, wenn man einen Wutzauber am Anfang in die Mitte wirft. Und der schafft es auch ziemlich gut, hier alle Drachen zu kriegen. Und die weiteren Wutzauber beschleunigen hier noch einmal. Der letzte Wutzauber wäre, glaube ich, gar nicht mehr nötig gewesen. Denn so viele Drachen haben hier überlebt und ohne weitere Probleme sind sie durch die gegnerischen Luftabwehren durchgekommen. Also überhaupt kein Problem hier von Scarface, seinen direkten Gegenüber zu drei Sternen. Und da beschleunigen wir es und wir sehen, es sind noch immer an die 8 Drachen da, die da auch noch die restlichen Gebäude wegräumen. Etwas weiter nach unten geht es nun, und zwar in Richtung der Nummer 9. Unsere Nummer 8, die kleine Wolke, hat sich da EME angenommen. Ein Rathaus 6er dürfte das sein. Und aus der Clanburg, die mit einem Bogi gezogen wird, kommt eine Walküre und ein Magier raus. Das ist auf so einem niedrigen Level, ist es echt schwierig, die gegnerische Clanburg hier zu besiegen. Und Wolke macht das mit Bogis und mit ein paar Magiern, die da die Walküre auseinandernehmen. Ein Ballon sollte da direkt auf die restlichen Truppen drauffallen, aber er verfehlt sie leider ganz knapp, aber die Magier machen da ihren Job ganz gut. In der Clanburg sehr, sehr gute Taktik. Schweine mit Level 5er Schweine, die hier die ganzen Verteidigungen aus dem Weg räumen. Die Riesen oben, die tanken noch ein bisschen. Und die Schweine machen dann eigentlich im Endeffekt die ganze Arbeit. Von unten kommen noch ein paar Luftballons, die auf Level 2 eigentlich nicht so viel Schaden machen. Aber da ja die einzigen Verteidigungen, die sie angreifen, die Bogenschützentürme sind und die Magiertürme, ist das hier überhaupt gar kein Problem auf dem Rathauslevel. Und so sehen wir, sind jetzt schon alle Verteidigungen gefallen. Es bleibt eigentlich nur noch Cleanup. Da ist das Rathaus gerade gefallen. Die Clanburg ist gefallen. Und die restlichen Gebäude sind wirklich nur noch Aufräumarbeiten. Also wieder mal schöne drei Sterne hier von der kleinen Wolke. Im zweiten Angriff dürfte das, glaube ich, gewesen sein. Und der Blitzzauber ist sogar noch übrig geblieben. Dann würde ich sagen, gehen wir etwas weiter hoch. Wir haben leider oben, haben wir den Clankrieg verloren. Der vorletzte Drei-Stern war von Merlin, unserer Nummer 4, auf die gegnerische Nummer 4. Hier sehen wir eine Anti-Drei-Stern, Anti-Zwei-Stern-Base, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Und Merlin geht hier nicht mit Drachen rein, da die 6er-Luftabwehren hier in der Mitte sehr zentral sind und man damit Drachen überhaupt nicht durchkommt. Sondern er hat sich für Go-Vibe entschieden. Mit Golems auf Level 1 und Pekkas auf Level 1. Und die Magier sind auch erst Level 4. Also eigentlich noch ziemlich niedrige Truppen. Aber dafür hat er das echt gut gemacht. Wir sehen hier, die Golems splitten sich nach oben auf und nach unten auf, so wie es die Base eigentlich auch möchte. Heißt, die Truppen werden geteilt. Ein Pekka oben, drei Pekkas unten.
und die Magier cleanen praktisch oben. Und auch wenn die Mauerbrecher hier unten den Weg aufmachen und keinerlei Verteidigungen da in der Mitte sind, gehen die Truppen weiterhin außenrum, da das Ganze in so einem Ring angeordnet ist. Und hier fällt dann ein Heilzauber unten und oben fällt dann noch gleich ein Wutzauber, der die ganzen Truppen oben beschleunigt. Und jetzt bleibt nur noch ein Wutzauber und die Truppen laufen oben rum, unten rum der König. Und alle verlaufen jetzt praktisch im Kreis und werden sich dann rechts bald wieder treffen. Da die Golems da und die Packers relativ gut tanken, haben da die Verteidigungen auch überhaupt keine Chance. Der letzte Wutzauber ist hier etwas knäpplich am Rand geworfen und verfehlt leider die ganzen Truppen. Aber das macht dem Angriff auch nichts mehr aus. Der eine Magier, der nutzt diesen Wutzauber noch und räumt da noch den Magierturm weg. Und hier sehen wir, wie sich die Gruppen vereinigen. Es bleibt nur noch dieser eine Mörser und die drei Luftabwehren, die in der Mitte noch stehen. Und die restlichen Gebäude hier außen werden auch noch weggeräumt. Und es ist noch genügend Zeit da für die restlichen Truppen jetzt, sich den Weg nach innen zu bahnen, zu den letzten Verteidigungen zum Rathaus. Wir sind jetzt bei 93% mit einem Stern. Und jetzt laufen die ganzen Packers da nach innen rein. Die Magier fangen schon mal an zu cleanen. Das einzige Hindernis in der Mitte sind jetzt noch die Doppelriesenbomben. Der König wird ein bisschen zu früh gezündet, heißt, seine Barbaren gehen mit drauf, genauso wie die ganzen Magier. Aber das macht überhaupt nichts mehr. Auch eine weitere Riesenbombe ändert da nichts mehr, da die dem König und den Packers nicht wirklich was anhaben kann. Und da fällt die letzte Luftabwehr. Und wir haben mit relativ niedrigen Truppen hier einen schönen 3-Stern-Angriff gegen einen Rathausachter gehabt. Und hier oben seht ihr jetzt, die 3 konnten wir nicht ganz 3 Sternen und auf der 1 haben wir leider überhaupt keinen Stern hinbekommen. Und ich habe mich da in meinem zweiten Angriff noch dran versucht, mit meinem Rathausachter gegen den Rathaus-10er noch einen Stern zu holen. Aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Und meine Idee war jetzt praktisch hier mit Drachen die Luftabwehren zu ködern und anschließend mit Luftballons und jeweils einem Wutzauber die Luftabwehr dann zu zerstören. Hier habe ich praktisch 2 Ballons links an die Kanone hingesetzt und 4 rechts an den Bogenschützenturm. Und von oben probiere ich genau dasselbe, nur mit meiner Clanburg. Der Drache lenkt wiederum die Luftabwehr ab und die Loons fliegen dann praktisch herein und zerstören die Luftabwehr. Ich setze jetzt schon die weiteren Drachen und die Drachen sind dann praktisch für das Clean-Up hier außen herum, rechts herum zuständig. Die Loons haben da auch noch ein bisschen den weiteren Truppen, den weiteren Gebäuden Schaden gemacht. Der Giftzauber hier auf die gegnerische Clanburg, der Drache ist echt lästig. Gegen meine Dreierdrachen macht er nämlich relativ viel Schaden. Von unten der Luftfeger bläst immer wieder meine Drachen etwas weiter weg, aber das macht hier eigentlich gar nichts. Trotzdem stehen sie unter Dauerbeschuss von den maximierten X-Bögen und das tut den Drachen auch nicht so gut. Also bis jetzt sind wir erst bei 26%. Der Wutzauber hier in der Mitte ist, ich hätte ihn mir vermutlich etwas aufsparen noch müssen. Ich habe den hier leider schon etwas zu früh geworfen. Der Drache links oben, der jetzt noch den König angreift, ist jetzt auch Geschichte und es bleiben nur noch die 2 Drachen unten bei 32%. Eigentlich keine Chance, da noch auf den einen Stern zu gehen, da vor allem auch jetzt die maximierte Luftabwehr noch meine letzten paar Drachen aus dem Weg geräumt hat. Ich versuche trotzdem noch ein paar Prozente hier noch zu bekommen und habe mich, glaube ich, für die linke Ecke entschieden. Der König tankt hier, räumt das Lager weg und mit den Mauerbrechern mache ich dann den Weg auf. Das ist auch der einzige Punkt, wo ich noch ein paar Prozente hier holen kann. Ein paar Bogis hinterher, um noch dem König zu helfen. Der König wird gezündet, das Gold, der Goldsammler hier fällt, aber mein König ist jetzt auch down und ich bin bei 38% und komme da auch nicht drüber hinweg. Ich habe noch 2 Bogis übrig, aber die Base ist leider so aufgestellt, dass ich überhaupt nichts mehr snipen kann. Heißt, in Richtung 1 Stern geht da nichts. Und wir hätten vermutlich auch dann die 92% Zerstörungsmarke der Gegner nicht unbedingt überbieten können. Insgesamt sehen wir, die Gegner haben alle Angriffe gewonnen. Wir haben nur 14 Angriffe gewonnen, also 6 verloren und sind trotzdem so gut gelandet. Hier sehen wir es, ein Stern fehlt uns da leider. Aber manchmal ist es halt Pech, den man auch im Clankrieg hat. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ich entschuldige mich nochmal für meine Stimme.
Ich hoffe mal, dass es morgen wieder etwas besser geht, wenn dann die neuen Sneak Peeks kommen. Und ich möchte euch nochmal drauf aufmerksam machen, ich habe noch ein cooles Video über unseren Rathaus-Szener-Titan Smokey, das ihr euch gerne anschauen könnt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.